Nach Susans Aus, dieses Sturm der Liebe Biest kehrt zurück. Stürmische Zeiten am Fürstenhof. Nach dem dramatischen Sturm der Liebe Ausstieg der Intriganten Susanne Hombe, gespielt von 52, steht bereits das nächste Serienbiest in den Startlöchern und dabei handelt es sich um keine Unbekannte. Wer denkt, dass nachdem Susanne aufgrund des Mords an Beatrice Stahl, Isabella Hübner, 51, und dem Schuss auf Boris Saalfeld, Florian Frohwein, 29, unter Tränen von der Polizei abgeführt wurde, nun endlich Ruhe im Fünf-Sterne-Hotel einkehrt, der irrt. Denn während Marions Figur im Gefängnis ihre Strafe absitzt und somit der ARD-Telenovela den Rücken kehrt, verkündet Serienstar, 34, auf Instagram ihre Rückkehr. Eine hervorragende Nachricht habe ich für euch. Ich bin zu Gast als natürlich am Fürstenhof. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich freue mich und genieße es in München, Drehort der Telenovela, Anmerkung Ried. Von Juli 2016 bis August 2017 war die gebürtige Münsteranerin an der Seite von Max Alberti, 35, 28, und Alexander Milz, 31, beizusehen. Nun kehrt sie zurück nach Bichlheim, wenn auch nur für einige Folgen. Der Grund für das Comeback der PR-Frau ist, noch, nicht bekannt. Allerdings hat sich die blonde Schauspielerin optisch etwas verändert, trägt die Haare deutlich kürzer. Ob ihre Figur damit auch ihre Boshaftigkeit abgelegt hat. Das erfahren die Serienfans montags bis freitags um 15.10 Uhr im Ersten. Freut ihr euch über Luisas Acadesias Rückkehr an den Fürstenhof? Ja, total. Desia ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Ich finde ihre Rolle passt nicht mehr in den Plot der Telenovela.